Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Let's Go Evoli. In der letzten Folge haben wir hier die Arena angefangen von Azuria City und ich würde sagen, wir lassen Knofenser gleich mal vorne und fordern Misty heraus. Hey du! Was ist dein Motto bei Pokémon Kämpfen? Also mein Motto lautet, einen Kampf gewinnt man mit dem gnadenlosen Offensiveinsatz von Wasser-Pokémon. Also dann, bist du bereit, gegen die weltberühmte Schönheit Misty anzutreten? Kaum eingebildet oder so. Nimm dich vor meinen Lieblingen in Acht. So, und wir kämpfen gegen Misty. Wollte mich übrigens nochmal ganz kurz entschuldigen für den Ton der letzten Folge. Der war etwas viel zu leise. Ich weiß nicht, was... nicht mal mein Aufnahmeprogramm, sondern mein Capture-Device da angestellt hat. Ach nö. Geh mir weg mit Konfusion. Das tut zum einen ziemlich weh. Und zum anderen kann es mich verwirren, das möchte ich nicht. Außerdem finde ich es nicht cool, dass Anton... Moment, was... Guck mal, da ist das Evoli-Ding. Ja, Booste Knofenser. Was überhaupt nichts gebracht hat, weil es jetzt besiegt ist. Hooray, ich wollte das nochmal ausprobieren, weil ich das bis jetzt noch nicht gesehen habe. Und ich wusste auch nicht, dass es... ich deswegen eine Runde lang nicht angreifen kann. Gut, der Angriff hat ja nichts gebracht, weil Anton eh schneller ist als wir. Wobei, mit erhöhter Initiative, aber das konnte ich ja davor nicht wissen. Irgendwie macht Pikachu jetzt auch nicht so den Schaden. Gut, es ist 5 Level niedriger, aber irgendwie macht Pikachu jetzt auch nicht so den Schaden. Naja, wir haben ja Evoli für Starmie, das... Dürfte ganz gut gehen, denke ich. Und Evoli hat jetzt auch Level 18. Wundervoll. Wundervoll. So, hoffentlich kriegen wir noch gut Schaden raus. Ich glaube, ich gehe auf Ruckzuckhieb, falls es schneller ist als Pikachu und es dann besiegen kann. Ah, es macht überhaupt keinen Schaden. Autschi. Siedewasser ist ja aber auch ein Angriff, der später dazu gekommen ist. Ich glaube, fünfte Generation müsste fünfte Generation sein. Das ist ein Wasserangriff, der verbrennen kann, was ich ziemlich cool finde, irgendwie von der Idee her. So, Evoli, mach was, los. Okay, so viel Schaden macht das nicht, aber es verbrennt uns. Es ist insofern uncool, dass Verbrennung unseren Angriff senkt, aber wir scheinen gut Schaden zu machen, trotz gesenktem Angriff. Ja gut. Evoli scheint dann doch etwas stark zu sein, könnte man behaupten. Level up für Habitak. Wow, ich habe verloren. Na gut, dann will ich mal nicht so sein. Ich überlasse dir den Quellorden als Beweis dafür, dass du mich besiegt hast. Du hältst den Quellorden von Misty. Mit dem Quellorden in der Tasche gehorchen dir alle Pokémon bis Level 30 und meine Stimme verkackt gerade wieder Hilfe. Räusper, räusper. Mit dem Quellorden in der Tasche gehorchen dir alle Pokémon bis Level 30, die du von anderen Trainern bekommen hast. Außerdem kriegst du doch diese tolle TM von mir. Siedewasser, wenn man vom Teufel spricht, ne? Ja, damit kann ich Siedewasser beibringen. Wie gesagt, ist ein Angriff. Evoli will spielen. Okay, dann müssen wir natürlich... Es ist so süß! Evoli hat dir ein High Five gegeben. Sieht aus, als wäre es jetzt total motiviert. Oh mein Gott, es ist... Nein? Nein, was willst du denn? Ja. Ich möchte ein Evoli im echten Leben haben. Na. Ja. So, und jetzt, nachdem wir die Arena besiegt haben, können wir wie in den Originalspielen auch zum einen Moment... Rechts oder links? Ich weiß es nicht mehr. Hilfe. Ja, ich bin richtig hier durch. Das hätten wir auch davor schon gekonnt, aber ich habe es einfach nicht gemacht. Und können uns hier ein Item schnappen. Ein Sonderbonbon. Wundervoll.
Da oben im Wasser war ja in den Originalspielen, aber ich glaube, das war nur in Rot und Blau, das Berserk-Gen versteckt. Das ist ja ein recht bekanntes Item, das ja primär dadurch bekannt geworden ist, dass es nur in der ersten Generation existiert. Und das irgendwie, ich weiß es nicht mehr, es stärkt den Angriff, aber dafür ist das Pokémon verwirrt, dass es trägt und es kann auch nur einmal eingesetzt werden oder so, also es ist kein gutes Item. Hey, gib mir sofort meinen Pokéball zurück! Chiggy! Ah, dieses Pokémon ist einfach unmöglich, dabei muss ich doch auf das Haus aufpassen. Hier geblieben! Hehe, das ist eine Gelegenheit für uns. Schnell rein. Evoli ist erstmal auf Spurensuche. Wer braucht Detektiv Pikachu, wenn er Detektiv Evoli haben kann? Die Frau, die sitzt da auch so an dem kaputten Tisch, so nach dem Motto so, das ist fein. Sieh dir an, was Team Rocket mit meinem Haus angerichtet hat. Sogar eine TM haben sie gestohlen, mit der man zum Beispiel Mankey oder Sandan die Attacke Schaufler beibringen kann. Wisst ihr, was mir gerade auffällt und was ich richtig schade finde? Dass hier kein Dickda mehr im Boden steckt. Da steckte ja in den Originalspielen das Dickda im Boden. Kann das bitte irgendjemand irgendwie photoshoppen oder so? Oder ich fange ein Dickda und lass es hinter mir herlaufen oder so und gehe dahin. Apropos Team Rocket. Ey, du da, du kannst dich doch nicht einfach so in anderer Leute Garten rumlatschen, hä? Was ich hier mache? Ich bin nur ein Passant, ist doch klar. Kein bisschen verdächtig, glaubst du mir etwa nicht? Absolut unverdächtig, der junge Mann. Auch, dass er die Uniform von Team Rocket anhat, ist... Es ist ein Cosplayer. Ein überaggressiver Cosplayer, der jeden gleich angreift, der mit ihm reden will. Ich hätte vielleicht meine Pokémon heilen sollen. Oh, Bibo ist halt leider auch so nutzlos. Ich muss mal gucken, ob Bibo noch irgendwie gescheite Attacken lernt, wenn nicht. Wird es aus dem Team geworfen. Solange er nur weiter Superzahn einsetzt, ist es mir recht, weil dann kann er mich nicht besiegen. Da Superzahn ja immer nur die Hälfte von unseren aktuellen KP abzieht. Das heißt, wir können quasi gar nicht auf Null landen. Los, Bibo. Mach es fertig. Wundervoll. Wunderbar. So, für Level 14 reicht das Ganze auch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Radfratz kriegt auch Level 14. Es läuft einfach, Freunde. Es läuft einfach richtig gut. Na gut, ich gebe dir die gestohlene TM schon zurück. Also ich gehe da mal besser. Tschö mit Ö. So, dann machen wir doch nochmal den Bogen zum Pokémon Center. Ich habe gerade auf Bibo geguckt und nicht auf mich und bin deswegen voll an die Wand gelaufen. Los, heil meine Pokémon! Schnell, schieß mir ins Gesicht! Ding, ding, du, ding! So, wundervoll! Dann würde ich sagen, geht es jetzt ab nach Urania City. Du. So, einmal den Weg, den kennen wir ja schon. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, ruft sie einfach rein. Geht denselben Weg nochmal, denselben Weg nochmal. Alles klar. So, jetzt können wir aber nach unten. Ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir einen Abstecher in der Pokémon-Pension machen. Oh, ein Tauboga. Das hätte ich gern gefangen.
Leider habe ich es ein bisschen verfehlt. Drei Superbälle ist auch nice. Guten Morgen. Oh mein Gott, das Ditto-Kissen da rechts. Ich würde gerne ein Pokémon abgeben. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen uncool, dass wir jetzt nur ein Pokémon aus unserem Team abgeben können, wirklich. Ich hätte es wesentlich cooler gefunden, wenn man hier direkt auf die Pokémon-Box hätte zugreifen können, weil wir tragen die ja eh die ganze Zeit mit uns rum. Ich würde Bibor mal abgeben. Denn ich werde es eh nicht einsetzen. Oh mein Gott, es spielt da wirklich. Wie cool. Okay, wir können tatsächlich immer nur ein Pokémon in der Pension haben. Die andere Pension, die es ja auf den Cevi Islands gab, gibt es hier logischerweise nicht. Weil das Spiel ja auf Gelb basiert und nicht auf Feuerrot und Blattgrün. Deswegen gibt es auch die Cevi Islands nicht. Finde ich sehr schade. Von denen hätte ich gerne mal ein Remake gesehen. Aber ja, es ist nachvollziehbar. Und da haben wir unseren Rivalen. Da haben wir Blau. Hey, Daro! Da kommt man anscheinend nicht durch. Aber wir können stattdessen die Unterführung nehmen, um nach Orania City zu kommen. Darin ist es bloß ein kleines bisschen dunkel. Huh? Halt mal kurz still. Du hast da was hinter deinem Ohr. Guck mal, es sind 50 Cent. Dein Haar hat so geglitzert. Guck mal, das hat es sich darin verfangen. What the fuck? Mit einem Beleber kannst du ja, ich weiß, wie Beleber funktionieren. Und wir kriegen noch zwei. Das heißt, wir haben drei Beleber. Nein, ich glaube, ich hatte schon einen. Also haben wir vier. Sind das etwa Boot-Tickets, die du da hast? Ja, für dich ist auch eins da. Echt toll, danke. Wow, jetzt sehe ich ja erst, dass es Tickets für die MS Anne sind. Die MS Anne ist ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff, das um die ganze Welt schippert. Und jetzt habe ich die Gelegenheit, selbst an Bord zu gehen. Ein Traum wird wahr. Und du bist dir auch wirklich sicher, dass du dieses Ticket nicht brauchst? Braucht Eboli ein Ticket? Müssen wir Eboli jetzt unten lassen vom Schiff? Bei mir ist es auf jeden Fall in guten Händen. Ich werde es nicht verlieren, versprochen. Aber sag mal, wo hast du dieses Ticket überhaupt her? Im Ernst, hast du von diesem sprechenden Pokémon bekommen? Ah, verstehe, das war in Wirklichkeit also ein Mensch. Das ergibt Sinn. Mann, ist mir das peinlich. Lassen Sie diese Geschichte bitte schnell wieder vergessen. Also gut, ich gehe schon mal vor. Bis dann! So, dann wollen wir uns doch auch mal schnell durch die Unterführung... Nein, ich dachte, ich... Ja, ja klar, ich bin erstmal in diesem Vorraum. Voll vergessen, Mann! So, einmal nach hier unten. Und einmal hier durch. Was haben wir hier? Eine Sprühdose Schutz. Sonst nix. Sonst ganz offensichtlich nix. Ich muss wieder ein Pokémon aus dem Ball lassen. Es fällt mir gerade ein, weil ich ja Bibor nicht mehr dabei habe. Komm, Knofenser. Es sieht so derpy aus, wenn es rennt. Ein Lockparfüm ist auch cool. Na. Ah. Knofenser sieht sich nervös um. Möchtest du es ansprechen? Ja. Ah. Es scheint ein wenig beunruhigt zu sein. Weil es hier so dunkel ist, hat es Angst im Dunkeln oder so. Aber jetzt rennt es vor, weil es den Ausgang gesehen hat. Es scheint wohl wirklich das Dunkle nicht gemocht zu haben. Freunde, dann würde ich aber sagen, soll es das erstmal gewesen sein. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Ja, dann lasst ein Däumchen nach oben, da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.